Hat sich, der hat sich doch mal gelohnt, den mal zu machen. Das war jetzt richtig actionreich hier. Was war das denn? Mein Gott, richtig viel Zeug hier. Ja, die hat erstanden hier, ey. Was ist das? Magisches Schultertuch. Oh, mit vielen, vielen Werten. Puh, was zum Teufel war denn das? Was war denn hier los? Und irre. Was war denn hier los? Armkling des Feuers. Brutaler Feuer. Ist der jetzt besser oder nicht? Warte mal, muss man den mal kurz machen und mal schauen. Nee, der ist schlechter. Okay, dann behalten wir den mal. Das die umschalten? Ach so. Ja, alles klar. Kurz geguckt. Na. Mehr Gesundheit, aber auch nicht wirklich was. Der bringt überhaupt was hier. So. Okay. Ja, bitte schon funktionieren. So, ja, ich nehme euch mal mit hier, um mal zu gucken, wo wir jetzt eigentlich hin sollen. Was ist das hier eigentlich? Wo sollen wir überhaupt hin? Ich blicke gar nicht mehr durch hier. Das ist nicht möglich. Warum das? Ihr seid doch Geister! Muss ich ja selbst machen, ne? Kann ich mehr als Geister, ey? Was bin ich hier eigentlich für einer? So. Jetzt können wir das bestimmt. So. Wo geht's jetzt denn hier lang? Wo kommt man irgendwie hier lang? Direkt zum Anfang wieder, wo wir schon mal waren. Ah, ja, ja. Ach ja, hier ist das Teil, was ich ein paar Mal schon mal versucht habe zu erreichen. Ja, gut. Okay. So, wo soll ich den Typen jetzt gebraucht? Nur für den Kampf oder was? So. Okay. Ja, man hört es ja schon direkt, dass da einer ist. Das ist einer von den mystischen Steinen müssen sein, ja, ist ja auch nur eine. Da. Gut, weg, der ist weg. Was bleibt, jetzt hier noch einer irgendwo? Ja, irgendwo. So. Mal gucken hier. Was haben wir denn hier? Skarabäer. Ja, ein bisschen Lebensenergie, nicht viel, aber ein bisschen. Das ist ein Artefakt. Oh, Relikt, wie man das hier heißt, ist ja auch egal. Da gehen wir mal kurz hin. Wenn wir uns mal umgelassen werden, so. Jetzt können wir hier das Ding aufsammeln. Relikt von Ethogod, ja, dann haben wir auch hier alles. Ist auch nicht so schwer zu finden. Eine macht ja ein Geräusch über Kilometer und den sieht man ja im Grunde. Nichts übersehen. Kommt mal hin. Automatisch. Meine Güte, aber hier gehen wir uns gegen Käfer zu Wehr setzen müssen. Ein paar Lebensheiltränke wären cool. Ja, haben momentan mit ein bisschen Mangel immer chronisch. Ich glaube, ein bisschen schwerer das Spiel jetzt mittlerweile, aber gut. Wenn nicht jetzt. Genau, was ist das hier? Dunkel. Dunkel auf jeden Fall hier. Oh ja. Die Spinne, was ist das für eine? Ich hatte gehofft, ein Champion würde auferstehen, der sich dem Verderben stellen könnte. Und du bist so weit gekommen, Reiter.
Eine Schande, dass eine Reise hier endet. Basileus ist er ja schon. Oh, oh. Was ist das denn, Mann? Was ist das denn? Alter, was zum Teufel ist? Gegen mich willst du nicht ziehen. Warum nicht? Was ist denn da? Echidna! Ach Gott, das ist einer von diesen, das ist einer von diesen, Kreaturen, die wir, erledigen sollten. So. Hui! Ja, der holt hier. Aua, aua, aua. Alter! Sag mal. Ui, 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 ui. Meine Güte. Okay, blockt er wieder? Oh, wieso ist er aber schneller als ich? Oh, gibt's ja nicht! Mann, das gibt's doch nicht! Ich hör mit dieser scheiß Spinne auf! Das gibt's doch nicht, Mann! Ja, ich seh den gar nicht kommen, Wieso kann ich den ausweichen? Ich kann ihn nicht ausweichen, meine Chance! Oh, meine Güte! Ja, wir gehen dann mal die Lebenstränke aus, ich hab keinen mehr! Der wird erledigt. Autsch. Geht hier jetzt auch? Genug! Ich werde mit dir kommen, Reiter. Bis zum Fürsten der Knochen. Ui. Selbst bis zum Gericht. Boah. Das war knapp, es war ein bisschen Zufall, glaube ich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nur durch Glück überlebt habe. ja. Echidnas Fänge. Echidnas Fänge haben im Laufe der Jahrtausende bereits zahllosen Lebewesen das Leben entzogen, um den Hunger der Bestie zu stillen. Nun sind sie zu einer Waffe für Tod verarbeitet und entziehen seinen Gegnern Gesundheit und schwächen sie, um den Reaper zu stärken. Finde und töte Echidna, kehre zu Saints zurück. Ja, mal macht, war auch nur nebenbei. Ja, super. Okay, und das ist auch ein also quasi sind zwei Sachen auf einmal hier. Okay. Bringen die Fürsten der Toten zurück zum König der Toten. Ja, machen wir es mal. Truhen nochmal noch welche hier. Da müssen wir nochmal hin, weil ich weiß, da war doch irgendwie mit dem Portal irgendwie was, ne? Ja. Aber. Wenn wir rauskommen hier. Müssen wir doch nochmal zurück irgendwann. Weil wir das Portal haben. Müssen wir so ein paar Sachen über. Untersuchen. So.
Okay, ein paar Lebenstränke wären cool. Jetzt bräuchte ich mal wieder welche. Bräuchte ich mal welche? Aber wir haben genug gesammelt. Können wir welche einkaufen mal zur Abwechslung? Ja, oder? Ja gut, so kann man natürlich auch relativ irgendwie Energie sammeln. Ja, aber ist das glücklich eben, dass ich das überlebt habe? Das war, muss ich mal einmal mal zugeben, das war etwas glücklich. Apokalypse hätte ich mir sicherlich versagt, total. Apokalyptisch, aber ich spiele ich ja nun mal nicht. Ohne Tod das überlebt, da immerhin ohne Leistung, aber war wie gesagt sehr, sehr glücklich. Konnte man nicht sagen, dass das jetzt ernsthaft, ja, wenn man damit ernsthaft rechnen konnte. So, jetzt gehen wir hier direkt raus. Ja. Wenn es hier nicht rausgeht. Komme ich überhaupt hier raus? Warum muss ich da jetzt so raus? Ewiger Thron. Ja, ich glaube, wir müssen da zum ewigen Thron sowieso einfach springen. Ich glaube, wir können da gar nicht raus sonst. Ja. Der kann nichts mehr für uns. Aber wir werden jetzt mal ein bisschen shoppen gehen. Aber mal ein paar Sachen verkaufen. Guck mal, brauchen wir alles nicht hier. Diese Sensen hier. Außer unsere, die wir eh haben. Und da, ja. Das bringt doch auch nichts hier. Schneller Schaden, na cool. Wobei, schneller Schaden? Nehmen wir den. Doch, die ist stärker. Aber der ist schwächer als man hier. Der hier, der Ronholdhammer. Ja gut. Hier. Können wir alles verkaufen. Hier auch. Hier auch. Ja, passt schon. Da können wir auch alles verkaufen hier, ja. Gut. Bitte, sieh dich um. Ja, wir verkaufen mal ein paar Sachen hier. Die Krähensense. Brauchen wir nicht. Fairer Preis. Wir können alle weg hier. Ronald Hammer, so. Ja, die können. Die sind besser. Komm mal. Verkaufen wir mal die hier, so. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Aber wir haben nichts von gehabt von den ganzen Download-Bahn-Erweiterungen. Außer am Anfang. Ja, so ist das. So. So. Das werde ich gut gebracht. Ja, mach was du willst damit. Ich brauch's nicht. So. Zorntrank. Ja, da muss ich mal ein paar Sachen kaufen hier. Ich weiß. Der Weg, der vor dir liegt, wird schwierig. So, hör mal. Am besten erleichterst du dein Gepäck. Ach, nö, hab ich mir schon erleichtert. So. Mal einen von den Heiltränken. So. Kann auch welche kaufen hier, was soll's. So. Ich hoffe, ich möchte, dass du das nimmst. So. Okay, jetzt machen wir hier alles voll. Weil ich ist vielleicht total unnötig, aber egal. So, jetzt haben wir hier erledigt. Dann gehen wir mal dem Typen hier, ne? Du vergeudest ah, ne. Wir müssen in den Thron. Macht es größer geworden, ja. Mein König, was sollen wir tun? Leide. Zu lange habt ihr geschlafen. Zu lange habt ihr eure Pflichten vernachlässigt. Ich brauche euch nicht mehr. Was soll das? Ich mag keine Spielchen. Sie haben mich enttäuscht.
aber du hast dir meinen Dank verdient. Ich werde dich im Königreich zu einem schicken, der den Weg zum Quell der Seelen kennt. Aber zuerst wirst du dich Dämonen stellen müssen. Ich habe mich schon vielen gestellt und sie getötet. Keine wie diese. In diesem Amulett steckt große Macht. Deine Schande verhindert, dass sie freigesetzt wird. Ich bereue nichts. Oh, ich kann durch dein Fleisch sehen. Dort, wo die wahre Schlacht stattfindet. Da. Was zur Hölle? Was ist passiert? Stadt der Toten. Begib mich zur Stadt der Toten. Reiter, was hast du vom Fürsten der Knochen erfahren? Ich hoffe, dein König wird seinem Namen gerecht, wenn schon nicht seinen Worten. Der König der Toten hat dir die Passage zur Stadt der Toten gewährt. Den muss ich in der Stadt der Toten suchen. Du solltest dir mehr Sorgen um jenen machen, der dich sucht. Antworte mir, Vogelscheuche. Es macht keinen Spaß, es dir einfach so zu sagen. Dann sprich nicht weiter. Ich würde besser auf mich selbst aufpassen, wenn ich du wäre. Warum? Was werde ich denn dort finden? Was werde ich in der Stadt der Toten vorfinden, außer noch mehr Leichen? Etwas viel Wertvolleres als Sehnen und Knochen. Seelen, Reiter. Aus allen Reichen unter einer sterbenden Sonne. In der Stadt wird ihr vergangenes Leben geläutert, damit sie den Quell der Seelen passieren und wiedergeboren werden können. Viele Seelen überleben diese Läuterung nicht. Manche treibt es in den Wahnsinn. Und ein paar schaffen es sogar, ihren Fesseln zu entkommen. Seelenteiler. Der Fürst der Knochen hat in Todseele geblickt und zuvor verstecktes Potenzial freigeschaltet. Tod kann seinen Geist nun in zwei Hälften teilen, damit diese unabhängig von seinem Körper bewegt und gelenkt werden können. Sein Körper wird derweil zu Stein und ist nahezu unverwundbar. Nahezu unverwundbar. Aha. Ist das... Was zur Hölle ist das? Seelenteiler. Was zur Hölle ist das? Hä? Kann ich mich selbst tothauen? Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das denn? Aha. Das ist denn für eine Nummer? Ja, wir sind auf jeden Fall mal das erreicht, das ist der nächste Hauptaufgabe. Die haben wir abgeschlossen. Ja, haben wir aber immer noch kein Portal erhalten. Also können wir die ganzen Sachen noch gar nicht abholen hier, was da zum Beispiel alles war und so weiter. Ich sage, der Tod ist eine nächste Aufgabe. Der König der Toten erwähnte jemanden, der dir helfen kann, den Quell der Seelen zu finden. Er soll in den sich windenden Hallen der Stadt der Toten sein. Begib dich zur Stadt der Toten. Reis über den Nebel der Totenebenen zur Stadt der Toten. Ja, sind wir ja schon. Wir sind direkt davor. Ja, super, aber... Ja, das ist das, was wir beim nächsten Mal machen. Hier hören wir nämlich auf mit unserer Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denkt an das Feedback und daher... Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.